Ja? Naja, gut. Wie lange dauert das denn? Naja, na, dann fahr ich nach Hause. Gut, okay. Schade. Alles klar. Na gut, dann bis später, ja? Ciao, ciao. Okay, also Mama kommt doch nicht gleich. Dauert's, deswegen fahren wir jetzt nach Hause. Eine Bürste. Ach, ist ja ekelhaft. Ohne Sand kann es sein, weil die Bürste raucht. Das ist ja kein Wunder. Ich werde drüben noch ein bisschen aufräumen müssen, auf alle Fälle. In einer anderen Wohnung. Ich werde darauf vorbereiten für Weihnachtsessen. Weil das findet ja in einer anderen Wohnung statt. Ja, schon gesagt. Und da werde ich jetzt noch ein bisschen final die eine Kammer ein bisschen aufräumen, alles neu stellen. Also den einen Raum und den anderen Raum ja, auch noch ein bisschen vorbereiten. Und nochmal zur Garage fahren wahrscheinlich. Okay, oder mal gucken, was wir da machen. Ach Mensch, Ona. Sie ist aus dem Müll. Ja, ist aber auch lecker, was da drin ist. Ja, lecker ist lecker. Fein, lecker Brustscheibe. Los, behalt sie. Mama. Und Thomas wieder anmachen. Mama. Da freut sich aber einer. Ja. Na gut, machen wir einmal Thomas an und wir machen jetzt hier aus. Ey, es dauert einen Moment. Wir müssen trotzdem warten auf Mama. Nee, Mama kommt, weil sie nicht weiß, wann sie fertig ist, kommt sie allein nach Hause. Aber mit Fuß? Ja. Ist auch nicht so weit weg. So. Ja, die Mutti ist wieder beim Arzt. Ach, hey, hey, Post. Oh. Was passiert? Ich bin runtergefallen. Wieso? Ich probier nochmal. Ja, ich bin gerade ausgerutscht. Ausgerutscht, ne? Okay, ist nicht so schlimm. Nein, das musst du ausmachen. Denk. Oh, dann leuchtet die jetzt. Das ist euer neues Nachtlicht für Weihnachten. Dann kannst du hier auf die Seite gucken. Da ist ein Haus. Guck mal, du kannst ja hochgehen. Ja, ja. Ist das gemalt? Ja, das ist gemalt. Mit Tüsse? Ja, mit Farben, ja. Und Glitzer. Und Glitzer. Und Schnee. Ja, Glitzer ist ja Schnee. Ja. Na, wenigstens einer hat schon mal positiv aufgenommen. Na, dann machen wir mal Feierabend. Ne? Ja. Bis dann. Guten Morgen, liebe Sorgen. Soll ich das in das Tütchen zurückrollen? Was jetzt schon wieder? Ja. Machst du den Anhänger ran?
das zu sehen, wo du die Mama faltest. Tommy hat ein Süppchen gekocht. Süppchen ist sehr gut. Hier eine Soße für Spaghetti. Ja. So eine Wurst, angebratene Wurst, Zwiebeln, Knoblauch. Das Übliche. Tomaten. Ein bisschen Ketchup. Zucker, Salz. Pfeffer, Curry, bisschen Paprika, fertig. Unser erster Weihnachtsbaum für Ona ist jetzt gerade angekommen. Ja. Ist Ona in dem Märchen? Mit Licht. Licht ist der. 5 golden rings. Mama, noch ein Foto von mir. Tja, da haben wir ihn. Der Weihnachtsbaum ist da. Hurra, hurra. Tada. Und auch am dritten Advent sitzen die Müllers wieder beim Frühstück. Am schönen Frühstückstisch. Guck mal hier, die hat noch zu tun. Die telefoniert, die ist noch busy. Busy Lady. Ja, verkaufen. Da willst du heute keiner mehr. Das sind viele Termine, die sie hat. Ja, die braucht eine Sekretärin. Kann ich runter. Machen wir Casting. Nein. Ja. Ja. Kannst du ruhig mal aufräumen hinterher. Mal. Doch. Gut, das war das Frühstück zum langweiligen Advent. Dritten. Und wir wünschen allen einen schönen dritten Advent. Dabei. Der macht schon. Oh, ist das schon an der Fernseher? Guck mal. Aber Ona kennt sich gut mit dem Programm. Ich hab, guck mal, was sie dazu gestellt. Sie hat 0,1 eingestellt. Ich stell dir 8 ein, meinetwegen. Warte mal ganz kurz, Mois. So viel Weihnachtszeit in der Bäckerei. Wo ist das jetzt? Ona. Da fehlen ein paar, deswegen habe ich den weggemacht. Und weil die. Ja, ich finde auch, dass das ist nicht fertig. Nein! Kocht das schon? Das kocht schon. Kocht? Wieso kocht der denn? Ist da die Kerze drin? Aus dem Ofen. Du bist über 20. Aua! Stopp! Jetzt mach doch das hier! Jetzt hau ab! Wir haben nur 3 hier. Und 1, 2, 3, 4. Ich will mir das Großfinale ansehen. Ich hab eh immer gesagt. Ich hab überlegt, aber ich habe eh immer gesagt. Ich wollte immer gesagt. Und jetzt, ich mach mir Glück. Aber der einer muss bei mir sein.
Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Was machst du da? Ich mache schnell die Raubtierfütterung. Toastbrot für alle. So, letzter Tag vorm vorm Lockdown. Gestern wieder im Krankenhaus mit ihr. Ja, Mama, aber sie wird ja älter. Die passt mir jetzt gar nicht mehr. Auf. Das ist ja schon ein voll gesinnreich. Ja. Und heute Morgen haben wir auch schon einen gesehen. Filme. Was für ein Bild, wa? Was für ein Bild, ne? Das soll nie mehr so sehen. Der war anders aus. Marlies freut sich darüber, dass sie ein Paket gut eingepackt hat. Ich freue mich, wenn es funktioniert, ja. Lego Technik, es funktioniert. Wir packen nämlich gerade Pakete ein, Geschenke für die ganze Familie hier. Und ja, alle kriegen was. Da kriegen auch noch, ja, wie gesagt, wir haben ja eine Riesenfamilie. Und die anderen muss ich dann noch holen gehen, ja. Und alle kriegen was von uns. Das ist uns egal, wir müssen auch nicht zurückbekommen oder so. Das ist ja eh immer so ein Quatsch, dass sie immer denken, ja, da müssen sie uns auch mal zurückschinken. Nein, wir wollen einfach, dass die Kinder alle irgendwie was unterm Weihnachtsbaum haben. Und zwar nicht nur von den Eltern, sondern auch von den Verwandten, Bekannten. So, das ist wichtig, ne? Ich habe mich auch immer gefreut, wenn wir unsere Tante besucht haben, weil ich wusste, da gibt es nochmal Geschenke. Da gibt es nochmal was, eine Kleinigkeit. Und da wollen wir dieses Jahr nicht haben werden, mit diesem, da gibt es nochmal was, Geschenke. Sondern es ist ja alle Lockdown und so weiter, wir dürfen uns ja gegenseitig alle besuchen. Ja, warum machen wir das nicht mit der Post? Das ist doch ganz wichtig, ist doch für die ganz toll. Die können ein Paket auspacken, ja? Postbote bringt Pakete, ist das nicht genial? Ich hätte mich früher gefreut, kommt noch ein Paket von dem, noch ein Paket von dem. Das ist doch super. Ja. Perfekt. Ich muss adressieren an die Kinder. So machen wir das dieses Jahr, wie die anderen halten, machen werden. Ist nicht ganz so wichtig, weil es geht jetzt mal nicht um die Befindlichkeiten, sondern es geht um die Kinder. Ja, und dass sie das Weihnachten in guter Erinnerung behalten, obwohl es so kurios ist, das Weihnachten, ohne dass man mit der Familie zusammenkommt, ohne dass man großes Essen hat oder sowas, ja. Das ist schon wichtig. Und das ist ja das erste Weihnachten, was so ist. Ja, im letzten Weihnachten haben wir ja nochmal Glück gehabt, da sind wir ja gerade noch vorbeigeschrammt, obwohl es da eben diese Corona-Geschichte schon gab. Anfang Dezember war das ja wohl letzten Jahres oder so. Aber war eben noch nichts bei uns. Da haben wir echt Glück gehabt. Wir haben echt Glück gehabt, dass wir letztes Jahr auch noch im Urlaub waren. Haben wir auch Glück gehabt. Also wir haben alles richtig gemacht eigentlich. Können wir uns freuen. So, ich gehe jetzt mal rüber und mache mal ein paar Fotos. Und ja, lassen wir die Mutti mal weiter einpacken. Ich brauche eine Weile. Ja, genau. Ah, jojo. So ist schön. Ah,
Okay, ich glaube, das war's jetzt erstmal wieder. Eine Woche ist um, glaube ich. Und jetzt muss ich mal langsam wieder einen Blog hochladen für euch. Was allerdings auch heißt, dass ich erstmal was schneiden muss für euch. Und das werde ich jetzt gleich machen. Material habe ich ja reichlich. Ich glaube, die ganze Platte hier ist voll. Jetzt haben wir noch 35 Minuten. Der ganze Ding ist voll. Ob da was interessant bei ist, Urteil selbst, oder ob das alles nur wie so langwelliger Käse ist, wer weiß das schon. So, wo sind wir denn hier überhaupt? YouTube, ey, wir haben bestimmt voll nachgelassen. Das tut mir auch unheimlich leid, ja. Das ist jetzt ja alles nicht so geil. Vor einer Woche haben wir ein Video, vor 4 Tagen haben wir ein Video. Da 2 Videos der Woche. Es ist schon echt okay. Passt schon. Wir machen das ja nicht für die Millionen, für Millionenpublikum, sondern wir machen das für 2350 Leute im Optimalfall. Na, an 2350 Leute sind ja, da zuckt das Fernsehen noch nicht mal nach so einer Zahl. Da sagen die, naja, dafür machen wir doch unsere Sender nicht an. Aber so ist das halt nun mal. Der kleine Tommy macht das schon. Und ich muss unbedingt, es ist wie immer, ich muss unbedingt unten aufräumen. Ich komme zu nichts. Wir haben so viel Vorweihnachtsstress. Die letzte Woche war extrem, da war mal, ich ja nur beim Arzt, andauernd, fast jeden Tag. Das ist ja furchtbar. Jetzt haben wir einen Lockdown, die Kinder sind heute den letzten Tag in der Schule. Und dann, ab dann sind die jeden Tag zu Hause, fast einen Monat lang wieder. Es wird die Hölle werden. Alle aufeinander klocken wir wieder so, Krampf. Und dann werde ich mich wahrscheinlich wieder in den Keller verkrüppeln und ein bisschen ein paar mehr Videos für euch machen. So, Enrico geht, die Ansage mit dem Netz, mit dem Internet drüben. Ja, das wollte ich die ganze Zeit schon mal erwähnen, weiß ja nicht. Es läuft mal ja, mal nein. Woran kann das denn liegen? Ist das, was du meintest, dass das hier diese Schwankungen sind und so? Das kann durchaus sein. Also wir haben jetzt, ich habe jetzt noch einen dritten Powerline-Adapter gefunden. Hab den auch angeschlossen und es funktioniert so lala. Also nicht optimal. Müssen wir mal sehen. Also wie gesagt, also wir machen jetzt mal Schluss. Ich werde das jetzt alles schneiden für euch. Und das dauert einen Moment und dann lade ich das für euch hoch. Und dann schauen wir mal, wie das so ankommt bei euch. Ja, also macht den Typ bis zum nächsten Vlog. Sagt mal der Tommy.